Moin Moin, heute sind wir hier bei der Rumregatta 2013 in Flensburg und es gibt auf jeden Fall viel hier zu sehen. Einmal hinter mir sieht man schon ein paar Schiffe von der Regatta und dann schauen wir uns jetzt nochmal an, was man noch hier so entdecken kann. Mit der Rumregatta 2013 feierte Flensburg am Himmelfahrtswochenende sein erstes großes Stadtfest in diesem Jahr. Neben den traditionellen Seglern gab es auch am Hafenufer wieder ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Zahlreiche Stände, kulinarische Spezialitäten und natürlich Rum lockten die Besucher an den Hafen. Zur Rumregatta gekommen, einfach mal so zu gucken oder war was Bestimmtes, wirklich hier die Segelschiffe angucken oder? Ja, mal ein bisschen hier die Schiffe gucken und ein bisschen chillen. Bei dir auch genauso, oder? Ja, genauso. Ein bisschen chillen, schöner Ausblick. Das macht einen wahnsinnigen Spaß. Es ist sehr angenehm. Es ist nicht zu voll und nicht zu leer. Es ist genau richtig. Und das so für, gerade für die Handwerker, ich glaube, für alle Leute ist es irgendwie ideal. Es ist kein Stress und es ist was los. Also von der Klima, von der Stimmung her super gut. So, ich stehe hier mit? Frank. Mit Frank. Und was machst du denn heute hier, Frank? Ich mache hier auch eine Klingel. Ja? Und die ist aber noch nicht so ganz fertig, oder? Wie lange dauert das noch? 3-4 Stunden? Ich muss noch die Klingeln dran machen. Ja, und dann wird Musik gemacht. Ja. Ja, das ist toll. Und heute schon Fischbrötchen gegessen? Ja. Ja, das muss ja sein, ne? Gestern. Gestern? Heute noch nicht? Aber es gibt noch eins. Ja. Super. Klasse. Und hier insgesamt die Rumregatta, schon alles angeschaut? Ja, schon Donnerstag, Freitag, gestern Abend im Lütten Fischbrötchen gegessen, ne? Nächstes Jahr dann auch dabei, wenn es wieder stattfindet? Auf alle Fälle. Danke. Ein Zuschauermagnet war auch das Luxuskreuzfahrtschiff The World, das für einige Tage am neuen Harnis Kai festmachte. Noch nie zuvor war ein breiteres Kreuzfahrtschiff im Flensburger Hafen eingelaufen. The World ist allerdings kein traditioneller Kreuzfahrer, sondern beinhaltet 165 Luxus-Apartments im Privatbesitz, zahlreiche Geschäfte sowie Sport- und Wellness-Angebote. Für Aussteller und Besucher war die Rumregatta 2013 ein tolles Erlebnis und der Auftakt in die Veranstaltungssaison. Ja, das war sie, die Rumregatta 2013 hier in Flensburg. Hat einen Heidenspaß gemacht. Ganz viele Mitmachaktionen und kulinarischen Delikatessen. Und wenn Sie es einfach diesmal leider nicht geschafft haben, dann auf jeden Fall dann nächstes Mal dabei sein. Ganz tolle Sache.